Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Jahresfavoritenvideo für euch. Und zwar stelle ich euch ein paar Beauty- und Pflegeprodukte vor, die mir besonders im Jahr 2017 sehr ins Herz gewachsen sind. Einige sind auch schon länger dabei und ich würde sagen, wir starten. Im Bereich Pflege und da habe ich einen Make-up-Remover für euch. Und zwar von Bioderma, das Micellenwasser. Das gibt es ja auch von Garnier, das hatte ich vorher. Aber damit kam ich nicht so gut klar. Ich hatte das Gefühl, ich konnte 10.000 Mal drüber gehen mit dem Wattepad und es wurde immer noch nicht sauber. Also hatte immer ein unsauberes Gefühl auf der Haut. Und seitdem ich das habe, auf alle Fälle nicht mehr. Und meine Haut hat sich auch schon deutlich verbessert. Es ist etwas teurer, aber das ist es auf alle Fälle wert. Um mein Gesicht wirklich präventiv zu reinigen, habe ich mich auf die Suche nach einer Gesichtsbürste gemacht. Ich hatte vorher noch keine und auf dem Markt gibt es so viele Bürsten, ich wusste überhaupt nicht, worauf man achten sollte und was man nehmen sollte. Aber ich habe mich dann für diese hier entschieden. Die ist von Areno, die war auch gar nicht so teuer, die ist von Amazon. Und die ist aus Silikon und elektrisch, also man kann sie hier anmachen. Sie hat hier oben so feine und grobe Gumminoppen, damit man das Gesicht wirklich porentief reinigen kann. Und hier unten solche Rillen, damit kann man auch gut Gesichtscreme auftragen. Denn wenn man das mit den Fingern macht, da kommen doch ganz viele Bakterien ran. Und bei Silikon können sich keine Bakterien halten. Und generell ist sie sehr einfach zu säubern und man muss keine Ersatzbürsten kaufen. Und man kann das Ganze aufladen, da hat man hier so ein Gerät mitbekommen. Und dann steckt man das ein und es wird aufgeladen. Also sie hat meine Haut wirklich verbessert und die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Also lohnt sich. Dann habe ich von Clinique diese Gesichtscreme und ich liebe sie über alles. Ich habe sie das erste Mal ausprobiert und war sofort verliebt. Sie ist etwas dicker, aber sie hinterlässt keinen Fettfilm auf der Haut, sondern so eine ganz zarte Schicht. Ich mag sie super gerne deswegen abends auftragen, damit sie wirklich über Nacht einziehen kann und ich nicht direkt Make-up drauf packen muss. Und sie macht die Haut einfach so richtig schön zart und weich und pflegt sie sehr, sehr gut. Seitdem habe ich überhaupt keine trockenen Stellen mehr. Im Winter hatte ich das gerne mal, dass ich dann so hier unter den Augen so kleine trockene Stellen bekommen habe. Und ich habe sie mit keiner Creme wegbekommen. Und seitdem ich diese durchgängig benutze, bekomme ich diese Stellen einfach nicht mehr. Das hier ist mein absoluter Favorit. Das ist von Nivea, die Maske. Die habe ich auch in einem Extra-Video vorgestellt, denn ich habe die mal zugeschickt bekommen. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und ich liebe sie. Sie ist mein absoluter Lebensretter. Dieses Jahr hatte ich unheimlich unreine Haut. Und es haben sich so ganz komische Stellen unter der Haut gebildet, wo sich Unreinheiten angesammelt haben. Man konnte sie nicht extrem sehen, aber sie waren super unangenehm, denn sie taten auch ordentlich weh. Und wenn ich das drauf gemacht habe, entweder ich habe sie komplett drauf gemacht, das war natürlich komplett für Ding, oder ich habe mir einfach nur so einen Tropfen auf den Finger gepackt und dann auf die Stelle gepackt. Und schon nach kurzer Zeit merkt man, es wird nicht mehr schlimmer, sondern es wird einfach nur besser. Und das habe ich bei keinem anderen Produkt gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, welches Produkt ich nehmen soll. Und ich liebe diese Maske über alles. Also ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Und das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich liebe sie über alles. Und sie nähert sich dem Ende. Jetzt kommen wir zum Bereich Beauty und da habe ich hier diesen Urban Decay Primer für euch. Das ist der D-Slick Primer. Der soll das Ganze gesamt mit matt machen und das tut er auch. Man trägt ihn natürlich vor dem Make-up auf und da gebe ich euch einen Tipp. Tragt direkt, also erst den Primer und tragt direkt das Make-up auf und kommt nicht auf die Idee, kurz noch ins Bad zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, weil dann fängt er an, sich abzupellen. Das war auf alle Fälle bei mir so. Also man muss schnell sein. Danach hat man keine Probleme mehr. Danach pellt auch nicht das Make-up ab oder so. Vorher sollte man aber sich wirklich beeilen und dann hält er auch wirklich den ganzen Tag und ich hatte ein Make-up, was ja nicht matt war und an einigen Stellen, besonders in der T-Zone natürlich, geschienen hat und geglänzt hat und damit hat es das auf alle Fälle nicht mehr getan und ich habe auch das Gefühl, das Make-up hat deutlich länger gehalten. Dann habe ich hier den LA Girl Pro Concealer und ich liebe den über alles, der ist in der Farbe Porzellan. Und das ist die hellste Farbe, damit es hier unter den Augen etwas aufhält und highlightet. Ich war immer auf der Suche nach einem gut deckenden Concealer und hier habe ich einen gefunden. Ich hatte vorher den MAC Concealer. Der war auch sehr gut, aber ich würde sagen, der kann wirklich mithalten und ist dabei deutlich günstiger, etwas schwieriger zu bekommen. Aber ich habe den einfach bei Amazon bestellt. Da ich mit meinen Augenbrauen beim Microblading war, habe ich mich dazu entschieden, dass ich gar nicht mehr so ein starkes Augenbrauen-Make-up brauche. Ich hatte vor Anastasia Beverly Hills
The Brow Pomade und habe mich nun wieder für meinen damaligen Favoriten von Catrice entschieden. Das ist das Augenbrauenpuder und das kommt in zwei Farben, einmal in einer helleren und einmal in einer dunkleren. Und man kann die stärker auftragen, also neulich habe ich aus Versehen ein bisschen da reingedrückt und ich klopfe das immer ab und das habe ich vergessen und drauf gemacht. Ich hatte fast einen schwarzen Strich da. Aber man kann es, auch wenn man es ganz wenig benutzt, super gut verteilen und trotzdem eine sehr schöne Augenbraue zeichnen. Und es sieht sehr, sehr natürlich aus. Es sieht wirklich natürlich aus. Und allen von meinen Freunden, die ich das Set hier empfohlen habe, lieben es und benutzen es. Auch meine Schwester benutzt es. Und wir haben eigentlich auch ziemlich unterschiedliche Töne. Also sie benutzt den helleren und ich den dunkleren. Aber die sind auch sehr schön aschig gehalten. Also sie passen zu sehr vielen Augenbrauentypen. Jetzt kommen wir zu meinem All-Time-Favorite und das ist eindeutig der oder das sind die. Das sind die Dose of Colors Liquid Lipsticks in Matte und ich liebe sie über alles. Erstmal sind die Farben traumhaft schön und sie halten einfach auf den Lippen. Sie bleiben einfach da, wo sie sind und das den ganzen Tag. Minimal hier drinne, wenn man trinkt und isst, geht es minimal ab, aber wenn man die Lippen zu hat, sieht man das nicht mal. Also ich kann sie euch nur ins Herz legen, ich liebe sie über alles und werde sie wahrscheinlich für immer und ewig weiter benutzen. Das hier ist mein absolutes Lieblingsparfüm, das ist Mavi von Boss und ich finde, das riecht so gut, das ist so der perfekte Misch aus allem. Es trägt auch nicht zu doll auf, es ist nicht zu herbe, es ist aber auch nicht zu blumig, also es ist wirklich so ein richtig schöner Frauenduft und ein erwachsener Duft. Aber auch nicht zu stark, weil ich finde, wenn die so stark riechen, dann kriege ich immer ganz schnell Kopfschmerzen. Und man will ja auch noch jung und frisch riechen. Ich liebe dieses Parfüm über alles und ich trage es nur noch zu jedem Anlass, immer. Dann habe ich auch noch was für die Haare und zwar von Art Naturals, der Argan Oil Conditioner. Und der macht die Haare so butterweich. Ich liebe den so sehr, man packt ihn drauf. Und schon werden die Haare weich und wenn man ihn dann ausspült, man merkt einfach, wie weich sie bleiben und er hinterlässt keinen öligen Film oder so. Oh, es ist so angenehm, seitdem sind meine Haare auch nicht mehr so strohig, wachsen richtig schön und lang runter. Ich habe keinen Spliss oder ähnliches, also den kann ich euch wirklich empfehlen. Ein paar von euch wissen das vielleicht, zurzeit benutze ich super gerne Selbstbräuner und zwar die hier von Bondi Sands. Ich habe einmal den in Ultra Dark, den benutze ich für meine Beine, aber auch nur für meine Beine, der ist jetzt nicht extrem dunkel oder so. Aber wenn so trockene Stellen sind, so wie Knie oder so, in den Falten setzt er sich gerne ab und dann sieht das ein bisschen orange aus. Deswegen benutze ich für den ganzen Rest den in Dark. Der ist jetzt auch nicht extrem dunkel. Ich mag den super gerne. Er hinterlässt keine Flecken. Er wird nicht orange. Gar nichts davon. Und fürs Gesicht benutze ich dieses Liquid Gold. Das ist mehr so ein... Den kann man auch für den Körper benutzen. Habe ich auch eine Zeit lang. Den kann man einfach raufsprühen und dann quasi losgehen und aus dem Haus gehen. Denn der färbt nicht ab. Die anderen färben so ein bisschen ab, wenn man direkt danach irgendwas anzieht oder so. Und bei dem ist es nicht so. Der ist extra dafür gedacht, wenn man mal ausgeht und vergessen hat, Selbstbräuner drauf zu packen oder man ein bisschen dunkler sein möchte, kann man den draufpacken. Und das ist nur so ein ganz leichter Teint. Deswegen ist er auch perfekt fürs Gesicht. Er wird auch überhaupt nicht orange und... Ja, den kann man auch gut für die Stellen benutzen, die so trocken sind, so wie Hände oder an den Ellbogen oder so. Für die, die es interessiert, den Selbstbräuner lasse ich meistens über Nacht drauf, weil ich das am praktischsten finde. Der färbt minimal so ein bisschen ab, man muss da ein bisschen aufpassen. Ich ziehe dann immer lange Sachen an und da steht eigentlich drauf, bis zu 6 Stunden drauf lassen. Ich lasse es auch länger drauf, es ist kein Weltuntergang, man ist danach nicht komplett orange. Es ist ganz normal wie auch sonst und danach wasche ich das Ganze einfach ab. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns auf alle Fälle morgen beim neuen Video wieder.